Publikum wieder zu unserer Sendung Brinkmann und König, wo Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro und Peter Brinkmann von TV Berlin uns einen Gast einladen, den wir nach Möglichkeit, wie die Zitrone richtig ausquetschen wollen, sein ganzes Wissen aus ihm rausholen. Das gelingt uns oft, aber nicht immer. Aber vielleicht meistens ist es auch übertrieben. Na, wir versuchen es heute mal, denn heute ist ein besonderer Gast hier. Er heißt Professor Ewald Sandschneider, ist der China-Experte Deutschlands, hat seine Doktorarbeit schon, wann war das, vor 40 Jahren? 1986. Ja. Über China geschrieben, ja, und sich immer mit China beschäftigt, war lange an der FU-Professor und jetzt ausgeschieden, pensioniert, Rentner, denkst du, nicht, was ich jetzt mache. Sie sind nämlich vorgestern, am Sonntag gerade aus China zurückgekommen. Und da waren wir so neugierig und haben gesagt, das müssen wir uns gleich mal erzählen, wie es jetzt in China aussieht. Gehen, legen Sie mal los. Tja, das ist eine spannende Frage. Ich fange mal so an. Während wir in Deutschland offensichtlich im Augenblick eher skeptisch sind über die Zukunft und die wirtschaftliche Entwicklung. Bei allen Problemen, die China hat, der Grundtenor in der chinesischen Gesellschaft ist nach wie vor ein optimistischer. Die schauen darauf, die sind sicher, es wird weiter nach oben gehen, wir werden einflussreich sein, wir werden alle Probleme, die wir haben, früher oder später in irgendeiner Weise bewältigen. Und das ist eine Grundeinstellung in der chinesischen Gesellschaft, die man sich manchmal auch bei uns wünschen würde und die uns ein Stückchen weit verloren gegangen ist. Und da gibt es noch ein Wort, das hat mich gewundert, das steht überall, selbst auf dem Toilettenhäuschen, Harmonie. Ja, aber das ist ein bisschen schon Propaganda in Anführungszeichen. Auch die chinesische Gesellschaft hat ihre internen Spannungen. Das darf man nicht überschätzen. Da ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Wenn Sie an über 20 Millionen arbeitslose Jugendliche denken, wenn Sie an die Immobilienkrise denken, die viele Chinesen unmittelbar betrifft, weil man in China im Wesentlichen über Immobilien spart. Und wenn der Immobilienmarkt in Schwierigkeiten kommt, dann hat das auch für die Menschen unmittelbare Wirkungen. Also man darf das nicht verklären, sondern man muss versuchen, einen möglichst realistischen Blick auf dieses Land zu werfen. Das setzt auch voraus, dass man nicht permanent mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend marschiert und glaubt, den Chinesen von außen noch erklären zu können, was gut ist für ihr Land. Der erhobene Zeigefinger wird uns sicher noch begleiten in der heutigen Sendung. Aber ich möchte ein paar Tage zurückgehen. Wie kam denn das, dass Sie sich als junger Mensch für China interessiert haben? Das war eine sehr nüchterne und pragmatische Entscheidung. Ich habe in Saarbrücken Politikwissenschaft studiert. Da gab es einen Politikwissenschaftler, der hieß Jürgen Doms. Und er war als Politikwissenschaftler einer der ersten, die sich mit China beschäftigt haben. Und als ich mir überlegt habe, bei ihm zu promovieren, nachdem ich bei ihm studiert hatte, war meine Überlegung ganz einfach. Ich hatte eine junge Familie mit zwei kleinen Kindern und da ist die Frage, wo kommen in Zukunft die Brötchen her? Ganz wichtig. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mich mit dem Land beschäftige, das so wichtig ist, dann werde ich vermutlich nicht arbeitslos. Das hat bis heute gestimmt. Aber ich muss natürlich auch dazu sagen, dass China derartig eine Entwicklung an den Tag legt, wie es das dann seit den frühen 80er Jahren getan hat. Das war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar. Das hat mich überrascht. Das hat mir und meiner Karriere geholfen. Insofern verdanke ich da den Chinesen. Also alles richtig gemacht, ja. Im Nachhinein ist immer einfach zu sagen, alles richtig gemacht. Wann haben Sie denn das erste Mal erkannt, dass dieses Land, als Sie promovierten ja noch nicht auf der Weltbühne so präsent war, wie es das heute ist, dass dieses Land irgendwann diese Rolle einnehmen wird, sodass Sie nicht nur sagten, ich muss mich mit China beschäftigen, weil das irgendwann meine Brötchen finanziert über den Weg des Doktors, sondern gesagt haben, das ist die Weltmacht, die kommt. Und dann haben wahrscheinlich alle Leute was gemacht, mit dem Kopf geschüttelt und sie für einen Verrückten erklärt. Naja, das ist 20, war das so? Das sind 20 Jahre her. Das Buch, das nachweist, ist im Jahre 2007 erschienen. Das trug den schönen Titel Globale Rivalen, der unheimliche Aufstieg Chinas und die Ohnmacht des Westens. Der Untertitel hat mir gut gefallen, weil das schien uns damals tatsächlich unheimlich zu sein, dass eine kommunistische Macht, das hat zu unseren Lehrsätzen, zu unseren Glaubenssystemen nicht gepasst. Wir wussten doch spätestens seit dem Fall der Mauer, dass kommunistische Systeme alles können, von mir aus nur eines nicht, Wohlstand schaffen.
Und dieses kommunistische System hat Wohlstand geschaffen für hunderte Millionen Chinesen, die damals noch tatsächlich ein Entwicklungsland waren und dann allmählich Schritt für Schritt reicher geworden sind und immer noch dabei sind, ein Stückchen weit reicher zu werden. Das war so schwer abzusehen, das muss man fairerweise zugeben. Hat aber damit zu tun, dass China eine ganz einfache, simple Wendung vollzogen hat. Ziemlich genau 1978 mit dem berühmten Satz von Deng Xiaoping: Es ist egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Das ist fast ein Motto, das man auch der heutigen Bundesregierung gerne empfehlen würde. Es ist egal, wie ihr euch ideologisch oder politisch streitet, Hauptsache ihr löst Probleme. Aber Herr Professor, sagen die Chinesen das immer noch gerne, zitieren sie gerne Deng Xiaoping, oder muss heute ein Satz von Xi zitiert werden, der anders lautet? Also das kann ich Ihnen mit Sicherheit bestätigen. Wenn es heute eine offizielle Rede gibt, dann wird jede zentrale Aussage dieser Rede versucht, mit einem Zitat des Vorsitzenden Xi Jinping zu untermauern. Das ist der Legitimationsmechanismus, den wir heute beobachten. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass nach wie vor sehr pragmatische Politikschritte möglich sind. Denken Sie an die wirkliche Kehrtwende. Es waren zwar keine 360 Grad, sondern nur 180 in der Covid-Politik. Von heute auf morgen ist dieses Land in der Lage, wenn erkannt wird, dass eine bestimmte Politik nicht in die richtige Richtung führt, diese Politik zu korrigieren. Das ist nach wie vor der große Vorteil der chinesischen Politik, was immer wir ansonsten daran zu kritisieren haben. Die rasante Entwicklung hat sich in Deutschland wiedergespiegelt. Und zwar kann ich das als Korrespondent erzählen. Früher war es eine Auszeichnung, wenn junge chinesische Korrespondenten in Deutschland akkreditiert waren und von hier berichtet waren. Die waren sehr froh, im Westen zu leben und nach China zu berichten. Und plötzlich hat sich das gewendet. Plötzlich hieß es, wir wollen nicht in den Westen, wir müssen in China bleiben, sonst verpassen wir was. Haben Sie das auch beobachtet? Und die nächste Frage dazu wäre, was wissen die Chinesen eigentlich über Deutschland und was wissen die Deutschen über Chinesen? Wir wissen relativ wenig übereinander, beidseits. Es ist einfacher, über die deutsche Seite zu sprechen, und das soll überhaupt nicht überheblich klingen. Ich beschäftige mich, wie Sie gesagt haben, seit 40 Jahren mit dem Land, aber wenn Sie mich fragen, ob ich China kenne, dann wäre ich sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Man wird ja immer gerne so als China-Experte vorgestellt. Dieses Land ist so vielschichtig und so differenziert, regional, aber auch gesellschaftlich, dass es unglaublich schwierig ist, es wirklich zu kennen, jenseits von Pauschalisierungen. Natürlich reden wir über China und die Chinesen. Aber wer jemals im Land war, es gibt diesen schönen Spruch, wer einmal hinfährt, schreibt ein Buch, beim zweiten Mal einen Artikel und beim dritten Mal hört man auf zu schreiben. Und diese Bescheidenheit ist, glaube ich, ganz wichtig im Umgang mit diesem Land. Man entdeckt eigentlich bei jedem Besuch etwas Neues, in jeder Stadt etwas Neues. Und natürlich gilt das auch umgekehrt. Die chinesische Elite, die Deutschland-Experten, die beobachten uns ziemlich genau. Aber die Menschen auf der Straße, die haben nur eine sehr grobe Vorstellung davon, was Deutschland ist. Jenseits der Tatsache, dass pauschal gesagt vermutlich deutsche Technologie, deutsche Wertarbeit immer noch einen sehr, sehr guten Klang in China hat. Aber die Frage, die Sie mir gestellt haben, die gilt nicht nur für Korrespondenten, die gilt auch für, oder galt immer für junge Akademiker. Die sind plötzlich nach 1985 in den Westen gekommen, hier ausgebildet worden, und ich erinnere mich noch an die Diskussion, was passiert, wenn die jetzt hier bleiben? Die sind aber nicht hier geblieben. Die sind nach Hause gegangen, weil sie gewusst haben, mit der westlichen Ausbildung haben sie zu Hause sehr viel bessere Aufstiegsmöglichkeiten, als sie das jemals hier hätten. Eine Handvoll, ein paar sind hier geblieben, klar, aber die meisten sind zurückgegangen, um zu Hause ihre Karriere zu machen. Es gab mal einen Bundeskanzler, der ist Georg Kiesinger, der sagte immer China, China, China. Ja. Was er damit meinte, ist, das ist ein ganz böses Land, das will uns was Böses tun. Ja, und ist das heute wieder so? Ich habe den Eindruck, manche meinen zu erkennen, dass die Volksrepublik China unter Xi Jinping besonders gefährlich ist für die westliche Demokratie, besonders gefährlich ist für Amerika, besonders gefährlich ist für die ganze westliche Welt.
Da muss man differenzieren. Also zunächst einmal, Hans-Georg Kiesinger hat dieses Zitat in einer verteidigungspolitischen Debatte des Bundestages gesagt. Das klingt nach großer Weitsicht, aber das war 1967 und damals war China eben noch ein Land, das sich sogar im sino-sowjetischen Konflikt mit der Sowjetunion befand, Jahre bevor der amerikanische Präsident Nixon Schüsse am Umschuri 1969 tatsächlich eine militärische Konfrontation über kleine Inseln im Ussuri. Damals ist China nuklear bedroht worden von der Sowjetunion, so wie es in den 50er Jahren im Koreakrieg von den Amerikanern bedroht worden ist. Das hat für die chinesische Elite eine prägende, langfristige Wirkung gehabt. Aber sagen wir es mal andersrum, wenn Sie ein Land dieser Größe haben, das sich über 40 Jahre im Durchschnitt, je nachdem wie Sie rechnen, zweistellig ökonomisch entwickelt, über 40 Jahre, mit 1,4 Milliarden Menschen, dann sollten Sie nicht allzu verwundert sein, wenn dieses Land irgendwann in der Lage ist, ökonomische Leistungen in politischen Einfluss, auch in militärische Fähigkeiten zu übersetzen. Das erleben wir jetzt. Insofern ist dieser geopolitische Aufstieg Chinas einerseits normal, andererseits eine mächtige Herausforderung, insbesondere für den Platzhirschen, die Vereinigten Staaten, die seit 1990 oder 91 geglaubt haben, sie würden einen unipolaren Moment erleben und auf Dauer stellen können. Jetzt stellen wir fest, das lässt sich nicht auf Dauer stellen und das ist die Grundfrage des 21. Jahrhunderts. Gelingt es diesen beiden, den USA und China, diese Welt friedlich, ihre bilateralen Beziehungen friedlich zu gestalten? Wenn das nicht gelingt, dann muss man sich über andere regionale Konflikte keine Gedanken mehr machen. Die Antwort können Sie uns ja vielleicht geben. Sie kommen gerade daher. Das heißt, Sie beschäftigen sich wahrscheinlich auf jeder Reise damit. Entwickelt sich das positiv? Das heißt, werden es entwickelt sich mit, für den Frieden sorgen? Es entwickelt sich mit gewaltigen Risiken. Das hat auch mit amerikanischen Verhaltensweisen, etwa in der Taiwan-Frage, etwa im südchinesischen Meer zu tun. Mein Eindruck ist, dass China kein Interesse haben kann und kein Interesse daran hat, es zu einer militärischen Konfrontation kommen zu lassen. Das würde auch erhebliche negative Rückwirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes haben. Und das muss man auch dazu sagen. Ja, das ist noch ein kommunistisches System, das nach unseren Wertvorstellungen beispielsweise Menschenrechte massiv verletzt. Aber die Legitimität ist eigentlich immer weniger gewesen in den letzten Jahren. Die Ideologie, sondern das Versprechen der kommunistischen Partei an die Menschen, wir sorgen dafür, dass euer Wohlstand zunimmt. Es gibt ein Wohlstandsversprechen. Und jede militärische Auseinandersetzung würde dieses Wohlstandsversprechen und damit das Wichtigste für die kommunistische Partei, nämlich den Machtanspruch, in Frage stellen. Das lassen wir jetzt mal sacken, machen eine kurze Werbepause, dann hat Ewald König das Wort. Und ich habe nur eine Frage vor der Pause, ganz kurz. Mit Jan und Nan, sprechen Sie alle Chinesisch? Shui Dian Dian. Ein bisschen. Gut, haben wir schon gelernt. Bleiben Sie dran. Akzentfrei. In der kurzen Pause geht es weiter mit Professor Ewald Sandschneider, war früher lange Jahre Professor an der FU hier in Berlin für Politikwissenschaften, natürlich Schwerpunktgebiet China. Richtig. Schwer zu erraten. Bis gleich. Zurück bei Brinkmann und König und unser Thema ist heute China und dazu haben wir uns eingeladen, Professor Ewald Sandschneider, lange Jahre an der FU Berlin und der Fachmann für China-Wissenschaft, China-Wirtschaft, China-Philosophie, für alles, was mit China zu tun hat. Sie waren gerade da, letzten Sonntag sind Sie zurückgekommen aus Shanghai und Ewald König hat die Ja, wir haben gerade über Georg Kiesinger mit seiner kritischen Anmerkung vor Jahrzehnten gesprochen. Aber China, sagte er. Naja, ich bin Österreicher, ich sage ja auch China. Ja. Nicht China. Gut. Und vor kurzer Zeit hat ja auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sich sehr kritisch geäußert, indem sie davor gewarnt hat, dass die Chinesen den europäischen Markt mit chinesischen Autos überschwemmen würden und hat die Subventionspolitik kritisiert. Sehen Sie das auch so? Seit kurzer Zeit gibt es in Deutschland auch NIO oder BYD zu kaufen, die in China offenbar schon sehr populär sind. Mhm. Angeblich sind die chinesischen Elektroautos auch besser als die deutschen, hört man, weil sie schon viel früher sich damit beschäftigt haben, die Deutschen zu spät dran waren. Fahren Sie ein chinesisches Auto oder würden Sie davon Abstand nehmen?
Nein, ich fahre kein chinesisches Auto. Ich würde aber auch nicht davon Abstand nehmen, weil Sie zu Recht sagen, da sind neue technologische Fortschritte erzielt worden, die sich die deutsche Automobilindustrie viele Jahre gar nicht vorstellen konnte. Diejenigen, die ganz früh, wie etwa VW, nach China gegangen sind, große Teile des chinesischen Automarktes erobert haben, die haben sich vielleicht im Rückblick etwas zu lange auf ihren unglaublichen Lorbeeren und den großen Anteilen auf dem chinesischen Markt ausgeruht. Das chinesische Konsumverhalten ist etwas anders als bei uns. Wenn Sie in China ein Auto fahren, dann fahren Sie gelegentlich, aber die meiste Zeit stehen Sie in irgendwelchen Staus. Das heißt, die Erwartungshaltung an die technologische Leistungsfähigkeit eines Autos ist ganz pauschal gesagt etwas anders. Chinesen wollen tatsächlich fahrende Mobiltelefone. Und BYD und NIO bieten sowas an. Die Softwareausstattung kann Dinge, die nicht nur mit Fahren und dem Auto sonst zu tun haben. Und das fällt uns ein Stückchen weit auf die Füße. Das merken gerade die deutschen Autobauer. Das wird eine ganz neue Form des Wettbewerbs. Übrigens eben nicht nur auf dem chinesischen Markt, sondern mittlerweile auf unseren eigenen Märkten. Und das hat so ein bisschen zu dieser, ich nenne das immer die Worthülsenpolitik geführt. Da fängt der BDI an, von Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen zu sprechen. Die Europäische Union übernimmt es. Jetzt hat es die deutsche China-Strategie übernommen. In der vergangenen Woche konnte man in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion das Abspulen dieser Worthülsenpolitik auf der politischen Seite beobachten. Aber dann treten zwei große CEOs oder zwei CEOs großer deutscher Unternehmen auf und sagen beide unisono, einer davon ist Vertreter eines Automobilunternehmens, wir werden weiter massiv in China investieren. Die Größe des chinesischen Marktes ist nicht ohne weiteres ersetzbar. Und wenn das neue Zauberwort De-Risking, Risikominderung heißt, aus Unternehmenssicht muss man sich eigentlich an den Kopf fassen. Ein Unternehmen, das kein Risikomanagement betreibt, wird nicht allzu lange überleben, unabhängig von China. Aber einfach nur zu sagen, wir müssen raus aus China und Abhängigkeiten, die eine gegenseitige ist im Übrigen, abbauen, leichter gesagt als getan. Alle Märkte, die so genannt werden, sind verschwindend klein im Vergleich zu China und nicht ohne weiteres in der Lage, diesen riesigen Markt, seine Zulieferstrukturen und seine Lieferketten zu ersetzen. Und man muss fairerweise auch sagen, Abhängigkeiten waren die Grundlage unseres Wohlstandes. Und eines dürfen wir nicht vergessen, wir sind vielleicht von China abhängig, das ist wohl so, aber wir sind genauso und vielleicht sogar noch mehr von den USA abhängig. Und wenn Sie mich mit Blick auf das nächste Jahr fragen, dann mache ich mir weniger Sorgen über China, aber eine Menge Sorgen über die Vereinigten Staaten nach der nächsten Präsidentschaftswahl. Ich glaube, das ist noch viel Stoff für weitere Sendungen mit Ihnen. Vor der Debatte. Okay. Einladung hiermit ausgesprochen. Ja, genau. Vor der Debatte über das De-Risking war die Debatte über Decoupling. Er wollte sich unabhängig machen von China und hat auf Südostasien geschaut. Ja. Aber da tut sich ja auch nichts in Wirklichkeit. Man investiert möglicherweise, außer die zwei großen Chefs, ein bisschen weniger, aber kaum jemand zieht sich zurück. Wer teilhaben möchte an der Weltwirtschaft, nehmen Sie die Chemiebranche. Unsere Chemieunternehmen wissen, dass in einigen Jahren die Hälfte des Weltmarktes der chinesische Markt ist. Und dann ist die spannende Frage für jeden CEO, kann ich es mir leisten, auf der Hälfte des Weltmarktes nicht präsent zu sein? Und ich glaube, man muss kein Experte sein. Die Antwort ist naturgemäß nein. Es ist natürlich im Kern sinnvoll, regelmäßig, kontinuierlich Risikomanagement zu betreiben, zu große Abhängigkeiten von bestimmten Lieferkettenstrukturen möglichst zu bereinigen. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Das wird Jahre und vielleicht noch länger dauern. Und es gibt natürlich jenseits der politischen Überlegungen, dass China nach wie vor ein kommunistisches System ist, auch effektive Risiken. Nehmen Sie den querstehenden Frachter im Suezkanal. Das hat mit Politik gar nichts zu tun. Das ist einfach ein technisches Versagen und schon steht die halbe Weltwirtschaft still. Und es gibt bedauerlicherweise, muss man fast sagen, mehrere solcher Chokepoints, nicht nur für uns. China ist massiv abhängig von der Durchlässigkeit der Straße von Malakka. Und wenn Sie sich Dinge anschauen, die China mit Myanmar macht, mit Pakistan macht, mit Sri Lanka macht, in dem Versuch, die Belt and Road-Strategie dort diversifizierend umzusetzen, das hat damit zu tun, dass man sich in China die Frage stellt, was machen wir?
wenn die Straße von Malakka zugeht. Durch einen Unfall, durch militärische Sperren. Überall dort, wo China hinschaut, sind die Vereinigten Staaten in der Kontrolle dieser Choke Points. Das ist aus chinesischer Sicht eine Verwundbarkeit, die man bekämpfen oder beheben sollte. Insofern sind da mächtige Dinge unterwegs. Aber einfach nur zu sagen, wir müssen raus aus China. Wer das sagt, hat entweder keine Ahnung oder nicht den Mut, den Menschen zu sagen, das bedeutet massiven Wohlstandsverlust bei uns. Eine reale Angst geht aber um in der westlichen Welt, denn die heißt Taiwan. Hm. Was glauben Sie denn, was passiert da? Passiert da nichts? Oder werden Sie unter dem Aspekt, den Sie vorher geschildert haben, dass der Wohlstand das Wichtigste ist und Sie dem Wohlstand verpflichtet sind, Sie, das heißt die Kommunistische Partei, für das Volk, werden Sie wegen Taiwan einen Krieg riskieren, von dem Sie wissen, dass er ohne die Amerikaner nicht zu kämpfen ist? Also zunächst einmal, wenn man die chinesischen Aussagen ernst nimmt, muss man sagen, es gibt nur einen einzigen Fall, der wirklich unmittelbar eine militärische Reaktion auslösen würde, und das ist eine Unabhängigkeitserklärung Taiwans. Das sagt China in vielen unterschiedlichen Redewendungen, allerdings schon seit den frühen 70er Jahren. Und eigentlich nichts, was Xi Jinping in den letzten Jahren gesagt hat, ist wirklich fundamental neu. Das würde einen Kriegsgrund auslösen. Nationale Souveränität in Anbetracht der chinesischen Geschichte der letzten 300 Jahre ist höchstes Gut. Daran gibt es nichts zu deuteln. Und man weiß natürlich aus chinesischer Sicht, dass es in Taiwan einen massiven Unterschied etwa im Vergleich zur Ukraine gibt. Der Unterschied heißt, Taiwan hat eine sogenannte Taiwan Relations Act, also die Unterstützungszusage der Vereinigten Staaten, die über viele Jahre bedingt war, unklar war, ob sie eingehalten wird. Der derzeitige Präsident hat im vergangenen Jahr insgesamt viermal gesagt, er wird Taiwan unterstützen. Artikel 5 der NATO-Doktrin. Ja, sowas Ähnliches. Auf jeden Fall hat er die strategische Zweideutigkeit weggenommen von der Taiwan Relations Act. Und nun gibt es chinesische Thinktanks und es gibt amerikanische Thinktanks, die alle Szenarien durchgespielt haben, die möglich wären in einem solchen Konflikt. Und in allen Fällen, soweit ich das überblicke, ist die Botschaft völlig gleich. Alle würden verlieren. Taiwan sowieso, denn das, was wir heute in der Ukraine beobachten, würden wir dann auch in Taiwan beobachten müssen. Die Zerstörung großer Teile der Infrastruktur, wahrscheinlich Hunderttausende von zivilen Todesopfern und Ähnliches mehr. Aber es würde eben auch dazu führen, dass die beiden Mächte, zentralen Mächte des 21. Jahrhunderts, tatsächlich in den Dritten Weltkrieg rutschen. Und niemand glaubt, dass irgendjemand in der Lage ist, in Anbetracht der atomaren Bewaffnung im Hintergrund, dass ein solcher Krieg noch gewinnbar wäre. Verlieren würden am Ende alle. Insofern halte ich einen unmittelbaren militärischen Konflikt auf Initiative Chinas für relativ unwahrscheinlich. Aber man muss dazu sagen, es wäre natürlich auch notwendig, dass westliche Politiker etwas respektieren, was ein ganz simpler Zusammenhang ist. Das ist ein sogenannter eingefrorener Konflikt, ein Frozen Conflict. Wer ihn durch Reisen, Stellungnahmen oder ähnliche Dinge aufzutauen versucht, der muss sicher sein, dass er ihn lösen kann. Und ich glaube nicht, dass die Vorsitzende eines deutschen Bundestagsausschusses in der Lage ist, diesen Konflikt zu lösen. Wenn sie dann dahin fährt, ist das ein Stück weit verantwortungslose Politik, weil es irritiert, weil es Risiken schafft. Und nach 24 Stunden oder 36 Stunden ist sie wieder draußen. Aber die Menschen in den Straßen von Taiwan, die sind immer noch da. Und die würden die Konsequenzen zu tragen haben. Wie hilfreich ist denn die deutsche China-Strategie und wie wurde die in China aufgenommen? Die wurde in China natürlich kritisch aufgenommen wegen dieses berühmten Dreiklangs. Aber ich denke an, die meisten werden nur diesen Dreiklang erinnern und die Strategie gar nicht gelesen haben. Für mich persönlich ist es ein Papier, das nicht sonderlich wichtig ist, weil es ein innenpolitisches Kompromisspapier ist und insofern eine begrenzte Auswirkung auf deutsche China-Politik haben wird. Ich mag auch nicht zu sehen, dass sich etwas geändert hat. Aber das einzige Wichtige, und insofern war das tatsächlich ein sinnvoller Prozess, ist der Prozesscharakter. Zum ersten Mal seit vielen Jahren, wenn nicht überhaupt, waren alle Ministerien der Bundesregierung gehalten, sich in ihrer jeweiligen China-Strategie zu koordinieren. Und in den Jahren davor haben wir oft gesehen, dass das eine Ministerium A sagt und das andere Ministerium B sagt. Jetzt haben sie sich zumindest auf eine Linie festlegen müssen. Insofern war dieser Prozesscharakter
sicherlich hilfreich, sicherlich sinnvoll. Das Ergebnis ist eher bescheiden und wird natürlich auch international befragt nach dem Motto, was soll das eigentlich? Aber es ist auch kein Aktionspapier, es ist eine Hintergrundstrategie, die so eine allgemeine Richtung vorgibt und nur so sollte man sie lesen. Wir sind gleich am Ende der Sendung. Kurze Antwort auf kurze Frage, halten Sie die Debatte um Menschenrechte, die von Außenministerin immer vorgetragen wird, für sinnvoll im Rahmen dessen, was Sie heute hier erzählt haben? Mit dem erhobenen Zeigefinger. Also zunächst einmal ist es natürlich... Kurze Antwort bitte. Werte sind Teil einer jeden Außenpolitik, nicht nur bei uns. Dass man das artikuliert, ist in Ordnung. Dass man es mit erhobenem Zeigefinger tut, das ist bedauerlich. Insofern, wenn man den Dreiklang der China-Strategie übersetzt auf die derzeitige deutsche Außenpolitik, muss man sagen, sie ist ideologiegetrieben, sie ist besserwisserisch und sie ist leider oftmals handwerklich ziemlich inkompetent. Also sie wäre veränderungsfähig, unmöglich. Sie müsste verändert werden, dringend, um den Schaden vom Image der deutschen Außenpolitik zu nehmen, den wir im Augenblick beobachten, wenn wir uns international umtun. Klares Wort von Professor Ewald Sandschneider, lange Jahre Professor an der FU Berlin. China-Experte, war gerade in China, ist am Sonntag zurück. Und vielleicht hört ja und sieht die Außenministerin gelegentlich dieses Schlusswort von Ihnen und ruft sie an. Dann wir mal gucken, wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Ewald König von Berlin. Und wir danken Peter Brinkmann von TV Berlin. Und wir bedanken uns beide bei Professor Ewald Sandschneider. Und ganz herzlichen Dank, dass Sie... Wenn das so ist, dann danke ich Ihnen auch für die Einladung. Ja. Wir sprechen gleich eine neue Einladung aus. Dafür müssen Sie sich jetzt nicht bedanken, sondern beim nächsten Mal. Wir bedanken uns aber bei unseren Zuschauern, ja, dass sie dabei waren. Und das waren sehr interessante Einblicke in die China-Politik. Und es zeigt sich hier wieder mal, Reisen bildet und man sollte öfters nach China fahren. Kommt man auch mit neuen Nächstes Ansichten Mal nehmen zurück. Sie uns bitte mit. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank und wir sehen uns nächste Woche wieder, jeden Dienstagabend, 18:10 Uhr, Brinkmann und König auf TV Berlin. Danke und tschüss.